Und hier geht's nach oben. F1. Na? Wo ist der nächste? Wir creepern so durch die Gegend. Und ja, ich habe gewusst, dass der kommt. Ich gebe es zu. Sag ja, Freunde, ich kenne das Spiel in- und auswendig. Vor allem die Anfänge. Weil man die doch immer zuerst macht. Weisheiten von Eerie. Müsst ihr alles aufschreiben. Das wird irgendwann mal ganz berühmt. So ein Weisheitenbuch. Nur von mir. Für euch. Von euch geschrieben. Für mich. Okay, jo. Da lang. Wie sind wir jetzt? Hier sieht es nach Skebe aus. Und nach Schimmerpilzen. Alchemiezutat. Schimmerpilze. Keiner weiß, warum sie schimmern, aber sie schimmern schön. Schimmerige, schöne Schimmerpilze, die schimmern. Schimmern. Punkt. Schimmern. Ich weiß, wo wir sind. Hier können wir einen Draug ärgern. Schimmerpilz. Da! Ah! Ich ärgere nur mich selbst, indem ich gegen den Boden schieße. Und jetzt hat er uns gesehen, das ist doch Frechheit. Erwischt. Na, jetzt können wir noch entgegenlaufen. So schlimm ist der nicht. Ja? Das war, glaube ich, ein Drauchmädchen. Warst du ein Mädchen? Lass dich mal anschauen. Ja, ich glaube, das ist ein Mädchen. Hat auch lange Haare. Schön blond. So, ich renne mal ein Stück. Rennen, nicht sprinten. Aber hier ist auch keiner mehr. So, hier unten gibt es eine kleine Überraschung. Eine Truhe. Zum Schlossknacken-Skill. Und mit praktischem Inhalt. Jui, schon wieder. Ah, der Anfang geht so schön schnell. Ich gehe wieder an Schleichen. Wie gesagt, die Schleichangriffe machen sehr schönen Schaden. Also Pfeil. Ach, das war der, den ich verschossen habe. Naja, passiert schon mal. Die können wir leider nicht nehmen, die Schädel. Nee, nicht langsam laufen, sprinten. Und F1. Schimmerpilz. Schimmer, 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 schimmer. Vier Stück. Schimmer, schimmer, schimmer! Schimmern. Schimmern. Schimmern, 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 schimmern. Ich habe mir übrigens überlegt, ich mache jeden Donnerstag eine Doppelfolge. Weil sonst läuft das Let's Play 2019 noch. Denn, ja, wer das Spiel kennt, weiß, es gibt sehr, sehr viele Folgen. Es wird sehr, sehr viele Folgen geben. Müssen. Denn es ist einfach ein sehr weitläufiges Spiel. Es ist einfach sehr... Es ist einfach schön. Muss man so sagen. Skyrim ist ein sehr schönes Spiel. Oh, das war knapp. Oh, das hat er uns entdeckt. Der hält viel aus. Ja. Er geht in die Knie, Freunde. Haben wir eine Axt? Nee, haben wir nicht. Wir haben zwei Hände. Schade, ich dachte, wir können den jetzt köpfen. Passiert manchmal. Ganz lustig. Im Spiel, versteht sich. Ich bin kein Psychopath. Ehrlich nicht. Psychopathin. Gibt es überhaupt die weibliche Form von Psychopathin? Ich weiß es gar nicht. Klingt auf jeden Fall sehr männlich. Also, nicht weil Männer Psychopathen sind, sondern weil das Wort männlich klingt. So. So. Die nächste Grabkammer. Ja, die Favoriten sind eine sehr nützliche Einrichtung.
Auch gut für Heiltränke übrigens. Aber die benutze ich nie, die spare ich immer. Und wenn ich 100 Stück in meiner Truhe habe, ich spare die trotzdem. Weil ich bald 200 haben möchte. Oh oh. Autsch. Hm. Wie geht der da oben hin? Hallo? Komm mal zurück. 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 Stehen bleiben. Schön. Nein! Du Sau! Das wäre schon wieder fast daneben gewesen. Ach, ich wollte doch den anderen treffen. Ach, du Vollpfosten. Keine Pfeile mehr. Ich fürchte, ich muss den auch mal. F. Nein! Ich will auch gar nicht auf den zurennen eigentlich. Wo ist denn Kuh? Hier ist Kuh. Mann, nichts hab. Kuh. Hatte ihm ein Bein abgehackt. Das ist aber ein sehr brutales Spiel, muss ich feststellen. Ich hoffe, wir finden wieder Pfeile. Das Problem ist, das sind alles keine Schützen, das sind alles Nahkämpfer. Zaubertrank der Frostresistenz. Im Übrigen, ihr könnt die Zaubertränke verdammt gut verkaufen. Am besten in der Diebesgilde. Die haben am meisten Gold, die Tornilla. Die kriegt relativ häufig wieder neues Gold. Denn die Händler können pleite gehen, ja. Das ist wichtige Info. Und wenn die pleite sind, könnt ihr ihnen logischerweise nichts mehr verkaufen. Steigert die Gesundheit. Ja, von mir aus. Mach mal. Ich habe immer noch keine Pfeile. Mist. Nee. Ah, vielleicht haben wir wieder Eisenpfeile. Hä? Wir haben doch welche. So ein Mist. 15 Stück, wenn man reich von. Wenn man reich mit. Nee, falsch. Ja, Zaubertränke, genau. Könnt ihr super gut verkaufen. Punkt. Das war schon die ganze Info. Für die ich jetzt 3 Minuten gebraucht habe. Ich renne mal ein Stück. Und gehe wieder in Deckung. Und F1. Und ich sollte einfach mal aufhören zu reden. Ihr kennt mich ja. Ah, hier sind wir. So, ihr Lieben, ich habe lang gebraucht, muss ich ehrlich zugeben, zu kapieren, wie wir da reinkommen. Wir brauchen die goldene Klaue. Ich habe übrigens nie kapiert, wie die Quest beginnt. Wir looten eine Leiche und auf einmal haben wir die Quest eine goldene Klaue. Also, seltsam. Wo war nochmal Zoom? Hallo? Zoom? Fallen lassen? Ausrüsten? Zoom? 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 Ups. Sag mal. Nee! Ich will die angucken. Aber sieht's aber auch so. Also ihr könnt die eigentlich drehen. Ich weiß nicht. Ich finde gerade die richtige Taste nicht. Leertaste? Enter? Nee. Ist seltsam. Ach, gibt's den Zoom-Modus gar nicht mehr? Wir können die jetzt hier direkt im Inventar drehen. Also das ist, glaube ich, neu. Ist auch egal. Bär, Insekt, Eule. Bär, Insekt, Eule. Äußerer Ring. Äußerer Ring. Bär, du bist kein Bär. Insekt, du bist kein Insekt. Eule, du bist ein Insekt. Wir brauchen aber die Eule. So, und dann das Schlüsselloch verwenden. Nee. Steuerung hakelt noch ein bisschen. Wäre euch gar nicht aufgefallen, ne? Jui, da können wir jetzt hoch. F1. Denn wir nähern uns dem Ende. Fledermäus. Fliegedinger. Hier gab es gar keine Wachen, ne? Nee, voll nicht. Hier gibt es nur einen Chef. Und der ist sogar relativ schwer, dadurch, dass wir nur Bogen und Schleichen geskillt haben. Hält er relativ was aus.
nehme einfach alles mit. Jui, unerbittliche Macht. Fußrot da. Kennt ihr den? Ui. Er hat uns schon gesehen, das bringt nix. Let's go. Du bist langsam. Aua. Jetzt sind wir langsam, weil das ein Dings da, der Kälte ist. Halt doch die Klappe. Dein Fußrot da. Irgendwie ist der Sound manchmal zeitverzögert bei den Traumfürsten. Ich weiß auch nicht. Kommt mir ein bisschen so vor. Uff. 5 Pfeile noch. Das reicht. Und da hat er sein verzaubertes Schwert fallen lassen, damit wir es nehmen können. Wiederherstellung kommt auch mal in die Favoriten. Nee, cool. So. So, da steht ihr's. Steht ihr das? Nee, da seht ihr's. Stufenfortschritt auch durch Heilung. Durch alles andere übrigens auch. Also wenn wir hier Leute verkokeln, bekommen wir auch den kleinen Stufenfortschritt. Drachenstein, Eisenschild. Der Eisenschild brauchen wir nicht. Machen wir's so. Oh. Braucht kein Mensch. Sein Schwert haben wir. Sein Schwert haben wir. Ja, Leute, so geht das mit dem Bogen. Einfach mal ein bisschen wegrennen, Panik haben, Typen verarschen. Ja, ist ein bisschen stressiger, als einfach nur drauf zu hauen, aber mir gefällt es am allerbesten. Wobei ich sagen muss, ich habe noch nie Magie gemacht. Ist mir irgendwie zu nervig. Ich weiß auch nicht, mit dem Magiker dann immer. Dann hast du ja keinen Magiker mehr, dann bist du aufgeschmissen. Super. Nee, nee, mag ich nicht. Außerdem kann man dabei nicht schleichen, weil Zauber sofort alle Leute aus 10 Kilometer Entfernung an genau dahin locken, wo du gerade zauberst. Also das ist nichts. Das mag ich einfach nicht. Ah, fertig! Jo, war nicht schwer. Hat ein halbes Stündchen gedauert. Fupp. Wenn ich dran denke, werde ich das in einer Folge rausbringen. Oder an einem Tag, besser gesagt. Als Doppelfolge. Jui. Lauter tote Mammuts. Die können wir aber nicht looten. Und das können wir auch nicht looten, weil wir keine Spitzhacke haben. Wo sind wir denn eigentlich? Wo ist ein Weißlauf? Moment. Da. Na toll. Dürfen wir wieder ewig weit laufen? Wo war nochmal Autowalk? C. Jau. Was haben wir da? Ein Reh. Nein, den Fuchs. Tschüssi, Fuchs. Ich tue den Tierchen immer nichts, wenn sie mir nichts tun. Zorro jagt immer wie Hirsche und so. Könnte ich nicht. Die armen Hirsche. Okay, einmal habe ich auch Hirsche gejagt für mein Heim. Ich habe für mein Zuhause Hirschgeweihe für die Wand als Deko gebraucht. Die habe ich mir dann doch selber gejagt. Aber also nicht einfach so. Das macht mir keinen Spaß. Das finde ich nicht in Ordnung. Jeder kann machen, was er mag. Ist ja nur ein Spiel. Aber ihr wisst ja, wir haben wie sagt Sarasa immer? Wir haben ein Herz für virtuelle Menschen. Genau. So. Wer bist du? Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Hm? Okay. Ich duck mich mal. Denn wir können hier eine ganze Menge stehlen. Ich weiß, ich bin gemein. Ja, was das angeht, habe ich kein Herz. Ich stehle alles. Ich stehle denen auch noch die Hose vom Körper. Also ich habe da kein Problem mit. Stehlen ist in Ordnung. Eine Luke. Ein Keller. Hilfe. Jetzt wird's gruselig, glaube ich. Überleg mal, die hat gesagt, sie ist nur eine arme alte Frau. Das sagen doch die Psychopathen immer, oder? Ich habe Angst. Ich will nicht in den Keller. Ich will nicht in den Keller. Zum Glück schleichen wir. Hab ich's doch gewusst. Eine alte Hexe ist es. Mit einem arkanen Verzauberer.
Hier unten sieht uns zum Glück niemand. Da können wir auch aufstehen. Beim Looten. Hahn. Oh, nehmen wir mal mit. Beschädigtes Buch braucht man nicht. Besen, blö. Ja, von mir aus. Schädel kann man nicht mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Das ist doch einer ohne Unterkiefer. Habe ich es euch falsch erzählt und wir können nur die mit Unterkiefer klauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Helgi, Liebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Sagt euch los von eurem Jungen und kommt, lebt mit mir im Wald. Meine Schwester wird bald hier sein. Zusammen können wir einen richtigen Zirkel bilden. Und dann kann eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Creepy. So. Was? Eimer? Boah, lass doch mal da. Der Kessel ist auch zu groß. Also ich glaube, im Haus gibt es mehr Schätze zu finden. Wir könnten jetzt natürlich hier ein bisschen Alchemie machen, aber sehe eigentlich keinen Grund, warum. Was wir machen können, ist diesen Zweihänder entzaubern. Ich weiß, der ist ein bisschen was wert, aber was soll's. Jetzt haben wir die Eisverzauberung gelernt. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Ist auch egal. So. Hier haben wir leer gemacht. Ja. Beutel auch. Hier haben wir beschädigte Bücher, die braucht man nicht. Achso, wir müssen jetzt knien. Ja, geht schon. Also ganz, ganz übel, ne? Die alte Dame ist also eine Hexe. Hat man den Himmelsrand ganz, ganz selten, dass es da Hexen gibt. Was? Niemand darf mein Geheimnis kennen. Okay. Echt jetzt? Ich muss die jetzt umbringen? Das gefällt mir aber nicht. Nicht, dass sie noch irgendeine Quest hat oder so. Die hätte mal gar nichts drauf. Tja. Sorry, jetzt kann ich auch im Stehen klauen. Jetzt ist sie tot. Das wollte ich doch gar nicht. Aber die hat uns jetzt angegriffen, weil wir ihr Geheimnis kennen. Woher wusste die das? Wir sind doch geschlichen. Mann. Tja, arme Anise, ne? Ich will das haben. Gib mir das. Schneebären. Da. Da ist noch mehr. Holzteller. Kruge. Nanu. Krug. Da, nimm mal den Kessel auch mit. Feuerholz? Nee. So. Wir wollten eigentlich nach Weißlauf. Ich bin jetzt schon wieder nur am Rumgimpen, ihr merkt's. Da vorne ist ein Auflauf. Was geht da ab? Brauche ich Bewaffnung? Oh, was zu looten. So, Freunde. Denkt nicht mal im Traum daran. Halt die Klappe. Okay. Nein! Ist das aber ein... Denkt nicht... Und er hat gar nichts. Im Traum daran. Und du? Skummer! Lecker, lecker Mondzucker! Lecker, 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 lecker! Nein! Genug! Ne. Lass mich in Ruhe! Weiß gar kein. Genug! Wieso gibt es kein Kopfgeld? Aber der mag uns jetzt nicht mehr. Ich glaube, der hat noch irgendeine Quest für uns. Lass die Finger davon! Das sollte man vielleicht nicht tun. Wie viel Prozent hat denn das? Lass die Finger davon! 27, komm schon. Oh nein, das muss ich jedes einzeln stehlen, auch noch. Genug. Menno. Sorry, Freunde, das dauert jetzt kurz. Hallo. Ja. F1. Nein. Bleib gefälligst da. Du Sackgesicht. Halt die Klappe! Schrei nicht so schwul. Ja, wir haben alle drei! Oh Gott! Maik wünscht euch alles Gute. Das ist aber nett. Wünsche ich dir auch. Ja. Hm? Ja? Guten Tag.
Zu viel Magie kann gefährlich sein. So. Maik hatte einst zwei Zauber und verbrannte seinen Süßkuchen. Der hat seinen Süßkuchen verbrannt? Was ist denn das für einer? Der ist ja hart drauf, Freunde. Also echt, man verbrennt doch keinen Süßkuchen.